Also in meinen Workshops im Rahmen des Upper Campus dreht sich alles um die Evaluation und um die Messung und Erfolgsbewertung von Kommunikationsaktivitäten. Was kann das im Detail sein? Zunächst geht es einmal darum, welche Ziele gibt es in der Kommunikationsarbeit und dann natürlich ein großer Schwerpunkt, wie kann man diese Ziele messen und überprüfen. Ich denke, besonders interessant ist die Verknüpfung von aktuellsten und auch internationalen Erkenntnissen aus der Evaluationsforschung. Die Frage, wie man Kommunikationsaktivitäten messen und überprüfen kann, ist ja eine große Frage, auch international. Und wir bemühen uns, diese Erkenntnisse an die Kommunikationsexpertinnen und Experten zu bringen und im Rahmen der Upper Campus Seminare weiterzugeben. Besonders hilfreich und wirksam, denke ich, sind auch die vielen Beispiele, die wir aus vielen Jahren der aktiven Evaluationsarbeit mitnehmen können. Das erste ist einmal, überlegen Sie sich die Ziele, die Sie im Rahmen von Evaluationsaktivitäten überprüfen wollen. Ohne Ziele braucht man nichts überprüfen. Die zweite Sache ist, evaluieren Sie. Ja, das ist aufwendig, aber ich denke, die Vorteile einer Evaluation überwiegen ganz klar gegenüber dem Aufwand, den man treiben muss. Nutzen Sie die Ergebnisse für die Legitimation, legen Sie Ihre Kommunikationserfolge dar und verbessern Sie, was noch besser zu machen geht. Und der dritte Tipp ist, suchen Sie sich einen externen Dienstleister, der hat das nötige Know-how und es ist halt so, Ergebnisse, die von außen kommen, haben eine viel höhere Glaubwürdigkeit, als wenn man es selber macht.